Ich habe mich da in das Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Nachhaltigkeit begeben. Da sind wir eigentlich ständig drin. Wenn ich schaue, was wir in den letzten 50 Jahren erlebt haben hier in der Schweiz, dann ist da praktisch Schlaraffenland. Wir haben starke Autos, wir können uns sehr vieles leisten. Wir bauen sehr viele Häuser ins Grüne raus. Wir haben Marken, die sehr stark dominieren. Wir haben Kleider zu allergünstigsten Preisen. Alles, was dein Herz begehrt. Wir fliegen durch die ganze Welt. Wir haben aber auch Sorgen, die sich einstellen. Wir haben Gletscher, die schmelzen. Wir haben einen riesigen Food Waste. Mehr Fische im Gefrierfach als im Meer. Es sind auch Alarmzeichen da. Die Situation in den letzten Jahren in der Schweiz hat sich punkto Energieverbrauch sehr stark gesteigert. Das ist uns allen, die hier sind, sicher bekannt. Ich habe hier noch die Bevölkerungszunahme eingezeichnet, die wesentlich flächer verläuft. Wenn wir sehen, das sind die durchschnittlichen Einkommen in China, die sich in den letzten 10 Jahren bei der arbeitenden Bevölkerung auch vervierfacht haben. Und wir sehen hier einige Länder in der Welt, also in Europa, die Schweiz ist da an zweitoberster Stelle, wo die Entwicklung mit dem Pro-Kopf-Einkommen steigt. Wir haben eigentlich von allem, was wir benötigen, und trotzdem sind Alarmzeichen, wir suchen den Weg, die anfallenden Probleme anzugehen und natürlich mit der grünen Wirtschaft neue Wege zu finden, auch an diesem Symposium. Die grüne Wirtschaft soll die Lebensgrundlagen erhalten, ressourceneffizient nutzen, Umweltbelastungen senken, nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg für die grünen Unternehmen generieren, damit man weiter investieren kann, weitergehen kann. Qualitätsprodukte bringen, die gut tun und natürlich reparieren statt wegwerfen. Wir selber, wie schon gesagt, ich habe einen Solarbetrieb, wir haben eine Fertigung in großer Tiefe und ich möchte ein Beispiel so aus einer Nachhaltigkeitsentscheidung und Wettbewerb zeigen. Wir fertigen Sonnenkollektoren. Dieses hier ist das Herzstück eines Sonnenkollektors, also der wandelt Licht in Wärme um, das man zum Warmwasser machen oder Heizen gewinnen kann. Das ist ein Kupferabsorber mit einer Rohrschlange draufgeschweißt in dieser Laserschweißanlage. Hier sieht man einen Blick hinein, in Millionen von Punkten wird das Rohr festgeschweißt. Und da hat sich der Markt mal sehr rasant verändert und wir waren gefordert. Aber ganz kurz einen kleinen Werbespot für die Kollektoren. Also so ein thermischer Sonnenkollektor hat innerhalb eines halben Jahres die gesamte Energie, die für seine Herstellung benötigt wurde, also auch die graue Energie, wieder reingespielt. Nach einem halben Jahr liefert er nur noch. Das ist auch bei der Entsorgung kein Problem. Werbespot geschlossen. Dann, ich möchte hier auf diesen Entwicklungspunkt eingehen. Ich habe hier die Kupferpreise aufgezeichnet. Sie sehen, im Zeitabschnitt 2008 bis 2010 haben wir eine riesen Verteuerung des Kupfers. 385% Steigerung. Und parallel dazu einen blühenden Solarmarkt, viele neue Mitbewerber, auch aus dem Ausland, die an diesem blühenden Markt teilnehmen wollen und ganz großen Preisdruck, weil die Konkurrenz zunimmt, wenn es mehr Anbieter hat. Wie reagiert man da? Wir haben einen Kupferanteil, der 35% des Gesamtpreises des Produktes ausmacht. Im Wettbewerb, wenn wir mitmachen wollen am Markt,
dann müssen wir partizipieren können, auch die grüne Wirtschaft, das trifft jeden Bereich. Wir müssen da konkurrenzfähig sein, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben und auch nachhaltig wirtschaftlichen Erfolg generieren. Das braucht ein Unternehmen, um weitergehen zu können. Für uns Nachhaltigkeit, den Kupferanteil senken, ohne das Produkt zu verschlechtern. Welchen Weg haben wir genommen? Es war für uns ganz klar, dass wir die Preise nicht anheben können, sondern dass wir 10% die Preise senken müssen, um in dieser blühenden Phase mithalten zu können. Und das haben wir auch gemacht. Dann haben wir die Nachhaltigkeit geprüft. Ich habe da zwei, drei Beispiele. Also das Blech, das Sie dort sehen, ist aus Kupfer. Das habe ich hier. So, ich kann das vielleicht auch mal schnell ein Stück in die Runde geben oder ich zeige es einfach. Wir gehen ja vor, so ein Kupferblech, das hat 0,2 mm Stärke. Wenn ich das halbiere, haben wir nur noch den halben Kupferanteil. Wir haben uns überlegt, gehen wir auf Aluminiumbleche. Aluminium war damals sehr viel billiger, aber man hatte noch Probleme mit der Beschichtung, dass sich diese über Jahrzehnte verschlechtert. Dann haben wir den Entscheid gefällt, wir behalten das Aluminium stark im Auge. Wenn das die Beschichtungen so weit sind, werden wir wechseln. Das ist heute auch schon passiert. Und wir bleiben bei den dicken Kupferblechen, weil die Wärmeleitung, wenn wir diese Rohre auf das Blech schweißen, trifft die Sonne hier auf und die Wärme geht durch das Blech auf das Rohr. Wenn wir das Blech dünn machen, machen wir eine sehr nicht mehr gut leitende Stelle und wir haben wesentlich weniger Ertrag. Deshalb haben wir uns entschieden, beim Blech zu bleiben. Und dann ist die nächste Möglichkeit, ist mit diesen Rohren, die Sie gehört haben, das waren die leichten. Wir hatten, als ich begonnen habe, hatten wir 1 mm Rohrwandung bei den Absorberrohren und damals hatten wir noch 0,8 und wir haben die Rohrwandung auf 0,5 mm reduziert. Wir haben alles wieder getestet. Wir haben im Randbereich festgestellt, dass wir ein Rohr weglassen können und wir kamen mit dem neuen Produkt auf denselben Wirkungsgrad und haben auch mit dieser Rohrqualität nichts verschlechtert. Solche Phasen sind absolut heikel für einen Betrieb. Man muss etwas machen und man kann auch Wege gehen, die einen zünftig runterreißen. Das ist für die grüne Wirtschaft eine Riesenherausforderung. Warum? Weil wir nachhaltig produzieren wollen. Die Materialwahl. Normalerweise studieren wir in den Unternehmen einfach, der Preis und die Normalfunktion muss gewährleistet sein. Da ist bei uns ein Riesenumdenken gefordert. Weg von Sollbruchstellen und Zermürbung. Wir haben immer noch Produkte, die gezielt auf Verabschiedung ausgerichtet sind. Also ich sage mal, zum Beispiel bei meinem Handy hatte ich so ein Problem. Das hat einfach nach 2,5 Jahren Tänze verübt, die nicht einsehbar waren. Ich habe das mit einem Spezialisten durchgegangen. Es sind einfach, das muss in der grünen Wirtschaft weggehen. Und der Kunde soll König sein, denn er muss entscheiden können, will ich ein Produkt wegwerfen oder will ich es reparieren und weiter behalten. Das ist eine riesige Herausforderung. Diese große Veränderung, die kann die Wirtschaft nicht alleine angehen. Absolut unmöglich. Wichtig ist, dass die Unternehmen mutiger werden, in die grüne Richtung zu gehen, dass sie dieses Wagnis eingehen. Hoppla.
bin ich rausgekriegt. Ja. Ja, vielen Dank, Fritz Schuppisser. Wir werden nachher sicher nochmal zurückkommen und werden nachher diskutieren. Aber dann sage ich es noch schnell fertig. Ja. Sieht man eigentlich, das kann das auch auswendig. Also wichtig ist auch, dass die Wirtschaft mutiger wird, in diese Richtung zu gehen. Wichtig ist auch, dass Frauen, Männer, alle Menschen sich entscheiden, Produkte in diese Richtung zu fordern. Denn der Konsument ist eigentlich der, der uns prägt. Wir wollen verkaufen, wir wollen liefern und wir können nur liefern, was Kunden wollen. Da liegt eine ganz große Verantwortung in der gesamten Gesellschaft. Und dasselbe gilt aus meiner Sicht auch für die Politik. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die, wo man mit gleich langen Spießen ficht. Also wir brauchen nicht eine gigantische Förderung, aber wir brauchen Rahmenbedingungen, die dies öffnen. Und jeder Einzelne, jeder Mann, jede Frau kann sich entscheiden, in diesen Weg einzubiegen. Und vielleicht wird aus einem kleinen Fluss ein großer Strom oder gar ein Meer. Aber ein Patentrezept gibt es nicht, wir müssen das einfach tun. Danke vielmals.